Moin Moin liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Im Hintergrund wird noch ein wenig gefeiert, aber der HSV hat heute auch Grund zum Feiern, denn 2:1 gegen Bielefeld zu gewinnen, das war keine Selbstverständlichkeit, zumindest nicht vom Spielverlauf her. Ein aberkannter Treffer für Bielefeld. Am Ende vielleicht auch ein bisschen Pech für den HSV, dass man da keinen Elfmeter bekam, als der Videoschiedsrichter dann eingriff. Und meiner Meinung nach hätte es dann ganz klar ein Elfer sein müssen, denn das Foul an Robert Glatzel ist begann zwar außerhalb des 16ers, aber da lässt man Vorteil laufen und dann wird er unten am Fuß getroffen im 16er. Ja, wir hatten den Schiedsrichterbeobachter immer links neben uns sitzen, das ist bei jedem Spiel so. Und auch der war der Meinung, klar, es gibt einen Elfmeter, als der Videoschiri dann eingriff, war das sowieso ganz sicher, aber ja, manchmal irrt man sich. Egal wie, es wäre das theoretische 3:1 für den HSV gewesen, 2:1 führte man zu diesem Zeitpunkt schon. Nachdem man durch Ludovic Reis mit 1:0 in Führung gegangen war in der ersten Halbzeit. Ludovic Reis, er macht sich für diesen HSV einfach unbezahlbar irgendwann. Er wird mit Sicherheit im Laufe der nächsten Wochen und Monate für Spekulation sorgen, denn da werden einige Vereine kommen, die Interesse an seiner Verpflichtung haben. Da lege ich mich jetzt schon fest und das ist auch kein besonderes Risiko, keine, ja, wie soll man sagen, da weiß man nicht mehr als andere, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Offensichtlich war heute allerdings in diesem Spiel auch, dass der HSV defensiv nicht so stabil spielte, wie er es eigentlich müsste. Wie gegen Heidenheim in der ersten Halbzeit hatte man kuriose Probleme, finde ich. Denn ansonsten, also Sebastian Schonlau, auch Jonas David, die machten individuell keine großen Fehler. Aber sie wirkten nicht immer so schnell im Kopf und im Umschalten, wie man es sein musste. Genauso auf der Außenbahn in der zweiten Halbzeit zumindest, da wo dann der Ausgleich fällt. Da sind dann gleich drei Leute, Jonas Meffert, Miro Muheim und Sebastian Schonlau, auf zwei Bielefelder draufgelaufen. Und am Ende kann einer von den beiden den Ball unbedrängt in die Mitte flanken, wo dann Klos durchlaufen lässt und Otschipka den Abpraller dann zum 1:1 verwertet. Also, da muss der HSV mit Sicherheit in den nächsten Wochen ansetzen. Bei Jonas Meffert muss man natürlich dazu sagen, er ist angeschlagen ins Spiel gegangen. Er war sicherlich nicht topfit, aber dann muss der Trainer sich was anderes einfallen lassen, denn im Mittelfeld war der HSV heute durch, vielleicht auch die Verletzung von Jonas Meffert, aber halt einfach durch die insgesamt nicht ganz so stabile Defensivleistung des HSV heute anfällig für schnelle Gegenstöße. Das ist einfach etwas, was der HSV in den nächsten Wochen garantiert in den Griff kriegen muss, gerade wenn man auf das nächste Spiel natürlich schaut, bei dem SV Darmstadt 98 in Darmstadt. Da wird man mit Sicherheit auf solchen oder mit solchen Fehlern am Ende auch bestraft werden. Heute wurde man nicht bestraft. Der HSV rettete das 2:1 über die Zeit, holte sich damit den nächsten Dreier und bleibt Darmstadt auf den Fersen. Das ist ganz wichtig, man hält den Abstand nach unten. Heidenheim hier heute mit einem deklassierenden Ergebnis gegen den 1. FC Nürnberg. Also die sind weiter heiß, die wollen auch wieder an den HSV anschließen. Aber solange der HSV seine Hausaufgaben macht, und das hat er heute gemacht, solange wird es dann auch bei diesem Abstand bleiben. Zum Spiel selbst heute muss noch gesagt werden, dass ein, zwei Personalien besonders auffällig waren. Benisch heute von Beginn an dabei, das hatte er sich definitiv verdient in den letzten Wochen durch gute Einwechslungsleistungen, die er gebracht hatte. Allerdings wusste er es heute nicht so zu bestätigen. In der ersten Halbzeit hatte er wenig Zug zum Spiel, wollte ich jetzt sagen, wenig Bindung zum Spiel, hatte zu wenig Ballkontakte. Er arbeitet dafür dann aber auch wieder fleißig. Also er merkte, dass er nicht so im Spiel war und versuchte das dann halt durch Wegarbeiten von gegnerischen Angriffen wieder gut zu machen. Das fand ich sehr in Ordnung. In der zweiten Halbzeit hatte er dann ein paar Ballaktionen, die waren allerdings nicht so wirklich glücklich. Pech hatte er natürlich bei seinem superschönen Freistoß, den er an die Latte setzte. Aber gut, Benesch heute mit Sicherheit einer der Spieler, die als Gewinner der letzten Wochen verdient auf dem Platz standen. Genauso muss man sagen, Bakariata heute wieder. Also ich weiß, dass viele immer wieder über seine wirklich teilweise dann auch sehr einfach aussehenden Ballverluste meckern, wenn er den Ball mal wieder verstolpert, weil er ihn nicht so unter Kontrolle bekommt, wie man es von einem Profi erwarten könnte. Aber wer heute nach diesem Spiel immer noch der Meinung ist, dass Bakariata nicht wichtig ist für diesen HSV, der hat es einfach nicht verstanden. Bakariata, was der heute nach hinten gearbeitet hat, was heute nach vorne gearbeitet hat, er ist einfach immer, immer, sobald er auf dem Platz steht, für den Gegner schon einmal ein Gefahrenherd, ein Unruheherd. Er sorgt für Unruhe beim Gegner. Allein das ist schon eine ganze Menge wert. Dass er jetzt am Ende auch noch Tore macht, so wie heute zum 2:1, das ist dann eine Zugabe, die man wirklich sehr gern mitnehmen sollte, die den Bakariata auch noch mal ein Stück weit wertvoller machen. Aber es ist halt, wie gesagt, nur eine Zugabe. Er, Ludovic Reis, natürlich heute als Torschützen besonders auffällig. Daniel Heuer-Fernandes heute ein, zwei Mal mit leichten Stockfehlern, aber ansonsten auch wieder souverän dabei.
Robert Glatzel, es bleibt dabei, gegen Bielefeld trifft er einfach nicht. Er schafft es einfach nicht, gegen Bielefeld sein Tor zu erzielen, aber er war heute zumindest sehr fleißig. Er musste es auch sein übrigens, weil als Sonny Kittel reinkam, hatte der sich plötzlich in der Mitte als Stürmer, als Mittelstürmer positioniert und ja, einer musste nach hinten arbeiten. Und dann war es halt Robert Glatzel, der schon über 70 Minuten geackert hatte, der das machen musste, während Sonny Kittel sich vorne ein wenig ausruhte. Und ja, das war eine Einwechslung, die leider nicht so funktioniert hat wie letzte Woche. Da war Sonny Kittel für mich eine starke, eine absolute Bereicherung im Spiel des HSV. Heute waren die Wechsel nicht ganz so glücklich fürs Spiel des HSV. Zumal auch Jonas Meffert natürlich raus musste, unter anderem halt auch für Sonny Kittel, weil er nicht ganz fit ist. Jonas Meffert im fitten Zustand wäre mit Sicherheit heute nochmal stabilisierend gewesen. Hinten in der Defensive allerdings, in der Viererkette, da war nicht viel neu. Jonas David rückte wieder rein für den letzte Woche enttäuschenden Montero. Und da darf man sich zumindest im Laufe der nächsten Wochen mehr Sicherheit, mehr Eingespieltheit erwarten. Denn das müssen sie hinbekommen. Sonst wird es nochmal ganz eng, was den Aufstiegskampf betrifft. Aber bleiben wir dabei, wie es ist. Der HSV ist Tabellenzweiter. Er hat den Vorsprung auf Heidenheim gehalten. Er ist an Darmstadt dran geblieben. Kommende Woche geht es zu Darmstadt 98 und darauf freue ich mich schon tierisch. Denn da werden wir wieder eine schöne Auswärtscouch haben und hoffentlich dann auch ein dementsprechend schönes Spiel sehen können. Zusammen mit euch, wer auch immer dabei sein möchte von euch. Bis dahin euch allen jetzt erst einmal einen schönen Sonntag, einen schönen Restsonntag. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und vor allem, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.